Hallo beim Focus E-Bike Check. Wir gucken uns heute ein E-Bike von KTM an. Es steht hier vor mir, das KTM Machina Multi. Und dieses Rad ist wirklich vielseitig, wie der Name Multi schon erahnen lässt. KTM Machina Multi. In welche Kategorie soll man das Rad einordnen? Ich würde es weitestgehend in die Kategorie Lastenrad einordnen, aber auch in die Kategorie Urban Bike. Beim Lastenrad denkt man ja immer an so eine riesen Ladefläche vorne oder hinten oder vielleicht sogar drei Räder an dem Rad oder so. Das ist hier nicht der Fall. Aber trotzdem, für all die Zweifel, ob es ein Lastenrad ist, kann ich gleich mal ein Argument in den Ring werfen. Dieses Rad hat ein mögliches Gesamtgewicht von 200 Kilo beziehungsweise eine erlaubte Zuladung von 170 Kilogramm. Und das sollte doch eigentlich so ein bisschen Augenöffner sein. Das Rad verträgt wirklich was. Damit man da vernünftig vorankommt, auch mit viel Gewicht, ist ein Bosch Performance Line Motor verbaut. Hier seht ihr einen 500er Akku. Auf Wunsch gibt es hier, dann versteckt in der Tasche, noch einen zweiten 500er Akku, also 1000 Wattstunden. Das heißt, man kann dann schön auch hier im Turbomodus fahren, weil genug Kraft, genug Strom wirklich zur Verfügung ist. Und dann unterstützt das Rad, auch wenn es schwer ist. Damit trotz viel Gewicht und vielleicht auch viel Gepäck am Rad das Ganze noch vernünftig zu handeln ist und ein bisschen agil bleibt, sind relativ kleine Laufräder verbaut, in dem Fall hier 24 Zoll. Natürlich trägt so ein kleines Laufrad auch zu einer Robustheit und zu einer Stabilität bei, im Vergleich zu einem Laufrad mit einem großen Durchmesser. Auch das ist dem Rad auf alle Fälle zuträglich. Es sind hydraulische Shimano-Bremsen verbaut, es ist eine Shimano-Kettenschaltung verbaut, die richtig gut funktioniert. Ich finde die Griffe angenehm, der Sattel ist cool, man sitzt ganz gut drauf. Es ist übrigens One Size, ne? Hat man durch einen relativ flachen Sitzwinkel geschafft, dass da wirklich ja, weitestgehend sich die normalen, üblichen Körpergrößen drauf wohlfühlen. Das funktioniert auch soweit, das haben wir ausprobiert, das ist in Ordnung. Aber das Wichtigste ist ja, wie kann ich bei dem Rad laden? Ich habe einen Gepäckträger vorne, der verträgt 20 Kilo, liegt auch daran, wie er angebracht ist. Sehr solide verschraubt die ganze Geschichte an einer Gabel, die von vornherein dafür entworfen wurde. Hinten habe ich einen Gepäckträger, der 40 Kilo verträgt. Das ist auch schon wirklich viel. Die meisten Gepäckträger hören ja so bei 25 auf. Also da ist sowohl der Rahmen wie auch der Gepäckträger schon entsprechend ausgelegt. Und wenn ihr hier zum Beispiel einen Kindersitz draufsetzt, ihr seht schon, der hat eine eigene Befestigung am Rahmen, dann könnt ihr trotzdem noch Packtaschen mit ordentlich Gewicht draufpacken, links und rechts. Das Gestell hier hinten, was so ein bisschen an eine Sissy-Bar, wie das heißt, von einem Shopper erinnert, gibt euch die Möglichkeit, ein Kinderrad hinten dran zu hängen, wenn das Kind selber nicht mehr fahren will oder einen Roller. Oder ihr könnt Skier transportieren oder ein relativ langes Paket oder irgendwie solche Geschichten. Es gibt auch noch einen Kindersitz, den man vorne hin machen kann. Also ihr könntet ein Kind hinter euch transportieren, eins hier vorne. Dafür gibt es dann auch noch so ein Windschild, wenn man das möchte. Es gibt hier Trays, die man ranbauen kann, sodass hier Euro-Kisten draufpassen. Also mit Euro-Boxen oder Euro-Kisten meine ich diese genormten Kisten, die in dieses Größensystem passen, wie man es von Bäckerkisten, Obstkisten, Metzgerkisten, Getränkekisten kennt. Und da geht dann richtig Gewicht rein. Also problemlos kann man da links und rechts eine Wasserkiste draufhängen auf das Rad. Also KTM hat sich da wirklich Gedanken gemacht. Und das Rad kostet 3.599 Euro. Und das ist, finde ich, fair für so ein eigenständiges, durchdachtes Produkt. Und die Note, die es bekommen hat, war eine wirklich gute 1,4. Und die hat sich das KTM Multi auch verdient. Lasst mir ein Like da, gerne, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert trotzdem den Kanal, das ist ganz wichtig, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Ciao.